Guten Morgen! Schön, dass ihr wieder hier auf meinem Kanal seid. Also ich habe hier schon eine Paste. Ja, die sieht noch sehr flüssig aus. Also ich rühre noch so ein bisschen. Ich habe die gerade angesetzt und die ist gar nicht so flüssig. Die ist ein bisschen zäh, ja. Also mal schauen, wie das funktioniert hier heute. Ich gieße die einfach erstmal rauf. Ja, es ist eine große Fläche hier heute und ja, das macht doch schon wieder Spaß. Ein paar Muster gießen. Ich verteile das jetzt hier natürlich wieder und habe hier mein Palettenmesser. Nehme ich ja ganz gerne. Und ja, mal schauen. Ah ja, ich habe es mir gleich gedacht, wo ich die schon gesehen habe. Lässt sich nicht gut verarbeiten. Ich gebe einfach mal Wasser dazu und dann löst sich das wieder so ein bisschen an. Dann kann ich es bestimmt gleich gut verstreichen und mir so meine Muster reinziehen. Das mache ich jetzt erstmal über die ganze Fläche. Ja, und du siehst damit ja auch, dass bei mir auch nicht immer alles immer glatt geht. Jetzt kann ich auch mal meine Hände dazu benutzen. Ich könnte damit jetzt auch das Kreuz so ein bisschen glätten. Das drückt sich immer wieder ein bisschen ab. Oder auch Strukturen schaffen mit der Hand, schaffst du ja auch wieder eine, ja, so eine Textur. Schau mal, ich habe gar nicht so viel Paste und trotzdem hast du ein tolles Muster. Also du brauchst gar nicht so viel Material zu verwenden. Auch diese winzige Höhe reicht aus, um da ein schönes Muster reinzubringen. Ja, es hat schon viel Spaß gemacht jetzt. Ich bin schon abgetaucht und stand wieder auf den Wiesen. Die sind leider immer noch überschwemmt bei uns. Und ja, ich schaue mir aber trotzdem gerne die Spiegelung an. Und sehe den Himmel eben dann auch ab und zu mal im Blau auf der Wiese. Also noch so Knicke und Wasserspiegelungen auf der Fläche haben. Diesmal nehmen wir halt nicht das Papier und kleben das ein als Struktur, sondern wir schaffen uns damit eine Struktur. Also du kannst immer wieder alles benutzen. Nimm deine Folie, alles was du so hast. Kaum zu glauben, es scheint tatsächlich mal die Sonne. Ich freue mich voll. Also du siehst hier jetzt ganz schön, dass wenn das Licht auf deine Struktur fällt, du die Struktur auch selber viel mehr sehen kannst. Also Licht und Schatten oder der Farbauftrag jetzt, der jetzt kommt, der spielt auch eine wichtige Rolle. Rauf da! Irgendwie muss die Farbe ja darauf. Also nutze das. Ich will jetzt erstmal so den Farbton raufbringen. Und jetzt will ich gucken, du siehst schon, die Struktur ja verschwindet fast. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das bearbeiten können. Du kannst jetzt auch nur mit dieser einen Farbe so viel Farbnuancen wieder rausholen. Also so viel unterschiedliche Nuancierungen bekommst du da rein und die Fläche wird total lebendig, je nachdem, wie du eben die Farbe aufträgst und das auch nur schon bei Weiß. Ich habe eine neue Farbe, die will ich jetzt mal ausprobieren. Ich nutze das einfach immer auch, um was Neues auszuprobieren. Also die Farbe hier ist so transparent, immer wieder so bei Licht reflektiert und ja, der schimmert ganz schön.
Farben vermischen sich etwas. Und ja, man sieht schon durch den Auftrag hier, wie sich auch die Struktur verändert farblich. Ja, das erinnert mich jetzt an den matschigen Boden, der bei uns jetzt überall ist. Also da sind auch immer tolle Strukturen auf den Wegen. Und hier hat sich ein bisschen die Paste aufgelöst. Oder das Weiß war noch nicht ganz trocken. Aber ist nicht schlimm. Also mir gefällt das ganz gut. Auch hier so die leichte Andeutung der Struktur. Das Weiß dazu finde ich ganz gut. Ja, jetzt will ich aber mal ein bisschen Blau dazu nehmen. Test mit einem kleinen Pinsel, aber es ist echt müßig. Also einfach jetzt über die ganze Fläche verteilen die Farbe. Noch mal so helle Stellen dazugeben und die miteinander verbinden. Ich schaue es mir jetzt noch mal an. Überlege, ob ich es nochmal drehe, ob ich noch irgendwo was mache oder ja, ich entdecke einfach so viele schöne Strukturen dabei und mag die Stelle besonders gerne oder hier diese tollen Blautöne da drin, das sind wie so Spiegelungen auf so einer Wasseroberfläche. Ja. Die Stelle hier, die gefällt mir noch nicht, die ist mir noch ein bisschen zu plan. Das ist natürlich auch immer ein aufregender Moment, wenn man schon so auf seine Fläche nochmal Farbe gießt, ein bisschen sauber machen und jetzt wieder das machen, was wir schon zu Anfang gemacht haben. Ich versuche hier nochmal ein bisschen Farbe wegzunehmen wieder, durch die Euphorie. Gießt man da gerne auch ein bisschen mehr drauf, aber so viel brauche ich ja gar nicht. Oder ich verteile das einfach. Noch so ein paar kleine Äste. Ja, es scheint überall der Farbton von unten noch mal durch. Also nicht überall, aber manchmal ist er auch ein bisschen abgedeckt und ja, auch das Weiß hat nochmal ja, eine schöne Struktur gebracht. Also insgesamt finde ich es total schön. Ich mag die Farben sehr gerne. Und ja, es hat viel Spaß gemacht, wie immer. Also ich hoffe, du greifst auch zu deinen Farben. Und
kannst auch erstmal nur mit der Paste anfangen, selbst wenn es ein bisschen länger dauert bei der großen Fläche. Es macht so viel Spaß. Mach einfach, genieß das. Und ja, das kennst du, das ist schon im Kanal. Und die Mischung aus diesem Bild hier und dem anderen da hinten, was da hinten steht, das ist heute so eine Mischung davon. Also die Farben hier von dem Bild und die Struktur von dem anderen. Ich habe mich schon zu Anfang an der Paste ausgelassen und es hat ein bisschen länger gedauert, die dann zu verteilen, aber es macht nichts. Also es gehört einfach mit dazu, dass auch mal was nicht gleich funktioniert. Und ich habe die Zeit einfach genossen, dann auch in meinen Gedanken schon mal abzutauchen, und ärgere dich nicht darüber, falls mal was nicht funktionieren sollte gleich. Also das gehört einfach mit dazu. Genauso wie du nicht Werkzeuge benutzen musst, die jetzt dafür als kunstprofessionelles Kunsthandwerkerwerkzeug deklariert sind, sondern guck einfach, was hast du in der Küche. Nimm unkonventionelle Werkzeuge. Das macht dich frei, und dafür ist die Malerei auch da. Also löse dich von den Konventionen und genieße das. Schön, dass du hier bist. Danke für deinen Zuspruch, für deine Unterstützung. Herzlichen Dank. Danke, dass du das Video likest, dass du es abonnierst, den Kanal. Das unterstützt mich hier. Und ich freue mich total, wenn ich deinen Kommentar lesen kann. Und das ist auch eine tolle Unterstützung für mich. Also Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.